Damit kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Mafia. Und wir sind heute wieder bei unserem lieben Freund Devon. Ich krieg ein Signal von dem Gerät, dass du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutz den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. Welchen Tracker? Finde Paganis. Okay, wir müssen mal leiser machen. Also ich würde mal schätzen, auch wenn ich keine Erklärung bekommen habe, dass irgendwo in einem Kreis hier Paganis. Ha, guck mal da vorne. Scheint der richtige Ort zu sein. Hab dich durchschaut, Boy! Na komm, wir machen mal wieder ein bisschen riskanter hier. Wir wollen ein bisschen Kampf auch noch haben. Ein bisschen Kampfstellung heute mal. So. Ich schneide dir dein Herz raus. Das ist gut, dass du das machst. Brauche ich das nicht selber machen. Der wäre fast tot gewesen. Der wäre fast tot. Beziehungsweise ich hätte nur noch so... Hey, Pagani, was geht, alte Sau? Du Schnicki von heute. Was geht ab? Vor allem so richtig so, was geht ab? Okay, so vielleicht auch nicht. Ja. Scheint der richtige Ort zu sein. Ach, ich spawn gleich hier, naja, dann ist auch alles gut, oder? Für Makano zu arbeiten war immer ein Job fürs Leben. Ich hab doch Minen. Und falls er vorkommt, dann explodiert er. Finde einen Weg hier rein. Na schön, wenn er... Finde Frank. Gehört mir. Und Kuh ist er tot. So, jetzt kann man die Tür noch aufbrechen. Was, der ist nicht über die Minen gefahren? Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. Das gibt's doch nie. Ich habe extra Minen gelegt, damit er stirbt. Nein, der Wichser lebt. Du bleibst loyal zu mir.
Na komm, wir müssen nur noch Pegani erledigen. Mal gucken, was dann passiert. Ja, das Haus kennen wir ja auch schon. Wir kennen vieles hier schon. Waffe jetzt in die Hand nehmen und los geht's. Wie kann er mich umbringen? Das ist eine recht gute Frage. Ja, zwei Folgen in Vorproduktion jetzt. Heißt das bei mir? Fuck. Ist die Frage, was schießt ihr ab? Ich könnte einen Benzintank versuchen abzuschießen. Ja, Pegani kommt schön. Mit dem kaputten Auto entkommt er mir sowieso. Als Frank Pagani entkam, geriet Lincolns Plan ins Stocken, wodurch Selma Kano Zeit bekam, ihn zu finden und zu töten. Okay. Ich war jetzt so ein bisschen... Okay. Also ich habe ihn nicht geschnappt. Dadurch hat Macano mich getroffen, gefunden und hat mich erschossen. Und hat mich getötet. Und dann wäre eigentlich das Spiel vorbei. Aber ich finde das geil, dass sowas jetzt aufgenommen worden ist. Ziemlich sexy. Scheint der richtige Ort zu sein. So, aber ich... Komm auch ohne Munition weiter. Ich hab mir den Weg abgeschnitten! Jemanden von deinem Kaliber einzulegen. Ich habe einen Mann verloren. So, mir reicht das hier mit dem Kunden. Also das geht ja überhaupt nicht weiter. Ich bin... Ja, komm. Komm, rede mit mir. Ich hab dir doch nichts getan, aber ich habe sehr interessante Sachen gesehen. Eine Menge Blüten und eine Presse. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte, ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also, das ganze Zeug da. Sal hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen.
Ein gewissen Alvarez, ein Fischer, arbeitet für Castro. Hat er dir auch die Platten gegeben? Platten? Ich dachte, das weißt du, wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Marcano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Wo? Einer von Tommys Leuten nahm ihn mit, 10, 15 Minuten bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Ha? Meine Töchter. Nein. Nein. Fuck! Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete, da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. Ich warte immer, ob noch eine Szene kommt. Wen gebe ich das jetzt? Jetzt, wo du da bist, können wir vielleicht endlich mal anfangen. Ich bin durch mit Frank Pagani. Der Typ wird den Hafen in Tickford nicht mehr als Umschlagplatz nutzen. Das ist jetzt unser Gebiet. Okay, der Distrikt ist also 50-50 aufgeteilt. Seien wir ehrlich, es wird dort wahrscheinlich so oder so gut für dich laufen. Trotzdem hätte ich ihn gerne ganz. Schon klar, Bruder. Du bist letztes Mal zu mir gekommen, hast aber immer noch Zweifel. Fragst dich, wie eine Frau in dieser Welt mit einem Mann Schritt halten will. Kann ich dir sagen. Mithilfe sehr vieler Patronen. Freut mich, dass wir Marcanos Schwanzlutscher vertrieben haben. Und ich sehe auch darüber weg, dass du mich wegen dem Laden hier nicht angerufen hast, wenn du mir jetzt den ganzen Bezirk gibst. Gib mir die Schlüssel zum Königreich. Hier geht der Rauch weg. Gefallen. Die Menschen im Hollow erwarten, dass wir zusammenhalten. Sammy hat dich gut erzogen. Vertrau deinem Riecher. Jeder hat zwei Bezirke. Na, teile, was du hast, Linker. Nicht den Kopf verlieren jetzt. Mensch, das ist schwierig. Jedes Mal das Gleiche. Weil ich sag jetzt mal, sie ist ja doch schon ziemlich wütend. Das sieht man auch ihr an. Also. Du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Aber triff sie! Vollstreckerkommando ist nämlich auch ziemlich geil. Glaub mir, ich kenne das. Boah, so schwer war das noch nie. Hier, Brücke, komm. Dieses Gebet geht an die Iren. Und was bitteschön soll ich deiner Meinung nach meinen Leuten sagen, die ihr Leben für dich riskiert haben? Vergiss es. Da gibt's nichts zu sagen. Das ist nicht zu rechtfertigen. So ist das eben auf der Welt, Kleine. Man kriegt nicht immer, was man will. Ich würde sagen, das war's für heute. Zeit wieder loszulegen. Hauen wir ab. Es war eine Scheißentscheidung, ich weiß. Ich weiß persönlich, weil die anderen, die haben Leben dafür genommen und bezahlt und jetzt so. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann... Ne. Alles in Ordnung? In dieser Nacht. Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Marcano unabhängig werden. Dieser Witz! Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Marcano hat uns die Bank ausrauben lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es. Cal ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier.
Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Darum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin, deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann. Extrem Sprennlagen. Mehr. Achso. Okay. Neues Auto freigeschalten. Gut, das habe ich jetzt verloren. Die Screaming, Zemin. Ich weiß gar nicht, was das ist. Überfallkommando. Das ist leider richtig schade. Also, das hätte ich bestimmt gut gebraucht. Showdown. Pagani hat alles über seinen alten Capo Tommy Marcano verraten, was er wusste. Nun ist es an der Zeit, dir deinen Weg durch Softdown zu bahnen und deinen Wichser persönlich zu stellen. Damit Onkel Lou nun der älteste Marcano auf der Seziertisch gelandet ist, soll das Beseitigen von kleinen Tommy Saal in Taumeln bringen. Was? In Zweifel an Schützen. Wir haben doch genau Abschlussliste. Onkel Lou ist tot, jetzt haben wir noch Tommy, Marco und Olivia Marcano. Und dann kommt Sal Marcano. Also zuerst kommt hier Tommy. Alter 44, okay. Ich habe mir das sowieso, hier habe ich mir das noch nie angeguckt. Also in kriminellen Geschäfte sehen wir noch nicht ein. Gewerkschaftserpressung. Mhm. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Gut, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt noch oben einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da. Auf Wiedersehen. Zeigt euch, wenn ihr es wollt. Ciao, ciao.